is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Vorräte und Ländereien in der letzten Zeit. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Der Herr hat mir wiederholt im Gesicht gezeigt, dass es der Bibel widerspricht, für die Zeit der Prüfzeit irgendwelche Vorkehrungen für unseren Lebensunterhalt zu treffen. Ich sah, dass wenn die Heiligen in der Zeit der Prüfzeit, wenn das Schwert, Hunger und Seuchen im Land herrschen, wenn die Heiligen zu Hause oder auf dem Feld Nahrungsmittel lagern, ihnen diese gewaltsam entwunden werden. Fremde werden ihre Felder abernten. Dann ist die Zeit gekommen, uns ganz auf Gott zu verlassen. Und er wird uns am Leben erhalten. Ich sah, dass uns in dieser Zeit Brot und Wasser gewiss sein werden. Wir werden keinen Mangel leiden und nicht hungern. Der Herr hat mir gezeigt, dass einige seiner Kinder von Furcht gepackt werden, wenn sie sehen, wie die Lebensmittelpreise steigen. Und dann Nahrungsmittel kaufen und sich für die Zeit der Trübsal einlagern. Dann sah ich, wie sie in der Notzeit zu ihren Vorräten gingen und sie betrachteten. Aber da waren sie völlig verwurmt. Es wimmelte nur so von Lebewesen. Man konnte sie nicht mehr verwenden. In der Notzeit werden Häuser und Grundstücke den Heiligen nichts mehr nutzen. Denn sie werden dann vor den wütenden Mob fliehen müssen. Dann können ihre Besitztümer nicht mehr zur Förderung der Anliegen der gegenwärtigen Wahrheit verkauft werden. Ich sah, dass wenn irgendwelche Gläubige sich an ihren Besitz kümmern und den Herrn nicht nach ihrer Pflicht fragen, er ihnen ihre Pflicht nicht bewusst machen wird. Es würde ihnen erlaubt, ihren Besitz zu behalten. Aber in der Zeit der Trübsal würde das für sie wie ein Berg sein, der sie verneint. Sie möchten dann ihren Besitz gerne loswerden, aber sie können es nicht. Doch wenn sie von Gott unterrichtet werden möchten, dann wird er ihnen in einer Zeit der Not sagen, wann und wie viel sie verkaufen sollen. Im letzten großen Streit, im Kampf gegen Satan, werden alle, die Gott treu geblieben sind, von jeder irdischen Unterstützung abgeschnitten sein, weil sie sich weigern, weltlichen Mächten zu gehorchen und Gottes Gesetz zu übertreten, wird ihnen das Kaufen und Verkaufen verboten werden. Schließlich wird ein Dekret erlassen werden, dass sie hingerichtet werden sollen. Doch den Gehorsamen ist die Verheißung gegeben. Der wird in der Höhe wohnen und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Aufgrund dieser Verheißung werden die Kinder Gottes am Leben bleiben. The Lord is coming. Are you ready?